Joschka Fischer hat nichts verlernt. Der ehemalige Außenminister und Spitzenpolitiker der Grünen hatte sichtlich Freude daran, den Industrievertretern seine Wirtschaftsprognose zu vermitteln. Ohne Nachhaltigkeit gehe nichts mehr. Die Spitzenposition europäischer und besonders deutscher Kunststoff- und Gummimaschinenbauer sei ohne klares Bewusstsein für die Umwelt extrem gefährdet. Wie glauben Sie, werden 7 Milliarden und mehr Menschen, die unseren Lebensstandard haben wollen, wie soll das funktionieren, wenn wir nicht in Ressourceneffizienz, Energieeffizienz, erneuerbare Energien gehen? Wie soll das funktionieren, wenn wir nicht geschlossene Kreisläufe haben, wenn die Umweltlasten immer größer werden? Insofern glaube ich, dass die Unternehmen, die sich um diese Verantwortung wissen, aber auch um die Herausforderungen wissen, dass diese Unternehmen am besten aufgestellt sind, und da sollten wir spitze sein. Ganz neu ist diese Erkenntnis den deutschen Anlagen- und Maschinenbauern allerdings nicht. Bereits heute werben sie für ihre Initiative Blue Competence, die das Wort Eco im Namen trägt. In der Düsseldorfer Innenstadt bringen 3 Spritzgussmaschinen unterschiedlicher Hersteller den Passanten näher, wie und wo Kunststoff nachhaltig ist bzw. sein kann, wenn der Kunde es wünscht. Das ist deswegen wichtig, weil wir glauben, dass mit Nachhaltigkeit auch Wirtschaftlichkeit erreicht wird. Das ist ganz wichtig, weil wir meinen, dass man auch als Kunde diesen Aspekt erkennen sollte und letztlich damit zu einem Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Und dies ist ebenfalls nachhaltig: kompostierbare Kaffeekapseln, bisher oft aus Aluminium und pro Portion einzeln verpackt, jetzt von einem Schweizer Kaffeeröster mit Ökokunststoff der Firma BASF umhüllt. Dieser ist übrigens teilweise aus Rohöl hergestellt. Kompostierbarkeit schließt das überhaupt nicht aus. Kompostierbar heißt, da gibt es eine ganz feste Norm dafür, eine europäische Norm, auch andere Staaten haben diese Normen. Bedeutet, dass innerhalb von 12 Wochen dieser Kunststoff komplett in Kohlendioxid und Wasser zerfallen muss. Und das erreicht unser Kunststoff hier eben auch, innerhalb von 12 Wochen abzubauen, sodass sie nichts wiederfinden. Ob Joschka Fischer damit schon zufrieden ist? Sicher nicht. Aber die Maschinenbauer, die Rohstoffhersteller und die Kunststoffverarbeiter sind es ja auch nicht. Nur wer weiter forscht, bleibt am Ende spitze. Und auf der K in Düsseldorf geht es viel um Nachhaltigkeit. Möglichst schon jetzt, aber erst recht in Zukunft.